Kann ich. Wahnsinn! Keine Ahnung, ob das mit der Öffnung der Kammer zu tun hat oder weil ich eine Sirene bin oder beides. Aber dieses Iridium-Zeug ist der Hammer. Du siehst ziemlich blass aus. Ja, ich bin ein paar Mal umgekippt, aber das könnte eine Riesensache sein. Okay, aber warum schickst du kein Echo? Warum rufst du mich hier raus und gehst das Risiko ein, dass Hyterion herausfindet, dass du immer noch für die Crimson Raiders arbeitest? Weil ich, also du, wie geht's dir denn so? Komm, ich gehe mal wieder. Okay. Das ist einfach viel zu geil. Okay, hab eine neue Class-Mod. Cool! Klatsch. Und ich bin einfach zu sehr nicht eingespielt. Springen Sie auf mich herunter. Ein Sekündchen. Links! Rechts! Ja, ja. Oh, hätte ich jetzt von oben reinspringen müssen, dann direkt. Ja, hab ich ja. Wollte ich ja. Ich hab dreimal E gedrückt, hab mich registriert. Naja, das ist das Spiel wieder schuld. Ja, dich auch. Mhm. Ja, dich auch. Wo sind wir denn hier? Am Anfang, da wo wir... Haben wir noch? Ne, wir brauchen noch eine dritte... Ach, ein zweites Echo. Das zweite fehlt noch. Ja, genau. Den Quest eigentlich danach machen, Wort? Hm? Danach könnten wir den Assassin-Quest machen, das ist aber ein bisschen länger. Ist mir... gut. Machen wir einfach irgendeinen Quest. Und ich will nicht, dass du sagst, ja, hierhin und dahin und sowieso. Weil das ist irgendwie sag scheiße. Ja nur, ja, es ist halt irgendwie... Ich sag ja auch nur. Auch. Ja, da habe ich den Spieler vergessen. Na komm. Voll zerballert. Soll ich den mal voll zerballern? Nein. Oh, schade. Außer wenn sie mich angreift, dann darfst du zerballern. Genau, wo ist denn unser... Ich überlege auch gerade. Ich drehe mal hier das Ventil zu, ne? Das ist eine gute Idee. Da fliegt's, bitteschön. Jack hat sie wohl im Schnee einfach ihrem Schicksal überlassen. Die Raiders könnten Hilfe gebrauchen, du solltest sie finden. Noch ein Kammerjäger, was? Mal sehen, ob ich ihn auf meinem Rückweg nach Sanctuary per Echo erreiche. Gut. Nächster Quest. Du kannst jetzt gehen. Was? Ich bin doch gerade erst gekommen. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich einen Einfraukrieg gegen die Tundra-Banditen führe, damit du Jack jagen kannst. Aber wenn dir nach Gesellschaft ist, lasse ich den Firehawk-Kram sein und lass die Bloodshots Sanctuary überrennen. Nein, nein, du hast natürlich recht. Sicher? Ich könnte uns Kakao machen. Wir könnten über Jungs quatschen. Ich melde mich, wenn ich einen Kammerjäger gefunden habe. Tut mir leid. Das... Sorry. Hoppla. Sich einfach desinteressiert geben. Das wirkt. Frauen. What? Ja, genau das. Ich wollte gerade sagen, warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin eigentlich? Wordquest. Hier da. Eine verdammt. Nein, das ist der Hauptquest. Nein. Ja, dann müssen wir für die Assassins. Genau. Könntest du aufhören, die ganze im Menü zu sein? Ja, ich muss ja die Quest irgendwie mal auslesen. Und ich muss mich... Kann ich mal einsteigen? Wartest du wohl, wenn ich geladen habe? Bitte? Würdest du kurz warten, bis ich... Ich bin noch nicht mal Fahrer. Ach, und ich bin jetzt verschlagener Infiltrator, ne? Mein Auto... Die Reifen des Autos sind gerade aus dem Boden nach oben gefahren. Ist doch cool. Nein! Das ist ein extra Feature, ja? Was machst du? Soll es das ein Mod gehen, eventuell? Ach, das ist ja gleich hier. Ja, das ist in diesem kleinen Mini-Dungeon. Hast du die Pistole? Ich hab eine Pistole, ja. Dann würde ich mal sagen, legen wir mit dem um. Und ich würde mal sagen, du wartest kurz auf mich. Ach. Wir müssen nur hier. Ah. Krass, ne? So, jetzt wäre Munition ganz dufte. Übrigens, in diesem Spiel wird sogar angezeigt, dass du mehr Skills haben kannst, als das Spiel sagt, quasi. Ja. Also, wenn eine blaue Zahl steht, wenn jetzt ein Skill irgendwas erhöht, zum Beispiel dein Unvorhersehen-Skill, bla bla. Dann, sobald du den aktiviert hast, werden da 2 Punkte draufgerechnet. Das heißt, die Zahl wird blau angezeigt. Ja, okay.
schon kapiert. Im ersten Spiel hast du ja gesagt, das geht nicht und irgendwie. Ja, im ersten Spiel konntest du ja nicht sicher sein. Jetzt kann man sich sicher sein mit sogar. Gib dir die Wanted-Dinger da vorne, die sind einfach viel zu geil. Ich muss erstmal verkaufen. Stimmt, sollte ich vielleicht auch machen. Ist gar keine so schlechte Idee. Ja, ich weiß schon, ab und zu habe ich diese, Geistesblitze. Mhm. Diese lästigen Sachen wie verkaufen oder sowas. Ich muss alles nachladen hier. So, dann diesen Püsterich, der ist vollgeladen und der Püsterich, der kriegt noch ein halbes Magazin mehr. Lass mal gucken. Vor allem eigentlich als Macromancer, ich habe mir vorher mal die Skills angeschaut, da gibt es ein Skill, wenn das Magazin leer ist, dann macht man mehr Schaden. Noch. Für kurze Zeit, beziehungsweise so ähnlich. Stell dir mal vor, du hast ein 232 Schuss Magazin. Gibt auch ein Skill, dass du Leben regenerierst, wenn dein Magazin voll ist. Dann skillst du ja übelst für den Arsch eigentlich. Wenn du so einen fetten Oschi hast, wie ich jetzt. Oh, wie geil die Aussage gerade war. Wie schön zweideutig. Schau dir mal die ganzen an. Maya, Sirene, Axton, War Crimes, Zero, Political Assassin und dann Salvador. Das ist so geil. Warum der? Manslaughter, Theft, Arson, Destruction of Property, Trespassing, Cannibalism, Public Innocency und Profanity. 0,99. Ein Schnäppchenpreis. Political Assassination. Warum immer Axton? Was mit Axton? Ja, warum der dreimal hier so fett abgebildet wird? Ja, hier sind auch, keine Ahnung. Aber ich nur einmal, geilerweise. Ja, nicht zweimal. Bin ich der billigste hier? Kann es sein? 32. Du sprichst in Haiku. Das ist kein Witz. Nein, nicht unbedingt. Doch. Das vorher war keiner. Ha, ich bin immerhin, keine Ahnung, 6-mal so viel wert wie Ex. Wenigstens das. Sein Exens Frau war besser als er. Bums, Headshot. Bums, Headshot. Mein kleiner Flammenwerfer hat das schon geklärt. Wunderbar. So folge er mir. Aber stimmt schon. Welches Spiel? Warum sollte man sich ein Spiel kaufen, wenn keine Flammenwerfer drin sind, ne? Aha. Genau das. Nein, ich habe nachgeladen. Verdammt. Oh nein, du hast nachgeladen. Weißt du, wie lange das dauert? Du redest Psycho. Und daneben ist Mord. Hast du nicht eine Knarre? Nein, ich kann nicht. Muss ich das mal machen. Ich habe ihn gemessert. Wo ist Watt? Gut. Ja, genau da. Ich nutze einfach mal meine Schrotflinte ein bisschen mit. Killen kannst du ja und du. Ja. Dass ich gehe mal ran und messe die Kollegen. Und du hebst mich auf, je nachdem. Fick dich, Wort. Oh, shit. Matze. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Headshot schaffe. Beziehungsweise ich habe auf die Schulter gezielt. Und gut, dann Quest versaut. Ja. Extra Quest. Eure Suche gilt einer heißen Braut mit blauen Tattoos und geheimnisvollen Kräften. Eine Sirene also. Ihr Name ist Lilith. Offiziellen Berichten zufolge starb sie in New Haven. Aber ich bin überzeugt, dass sie sich in der Nähe von Sanctuary verkrochen hat. Wenn ihr sie seht und mir davon berichtet, mache ich euch so reich, dass ihr euch eine große Villa bauen könnt. Aus anderen kleineren Bissen. Sieht doch sehr interessant an, oder? Ich will die große Villa gebaut aus kleinen Villen. Wer nicht? Meinst du, der nimmt auch... What the fuck? War schon wieder so eine Frage. Meinst du, der nimmt auch... Ach nee, war das doch super. Meinst du, der nimmt auch andere Sirenen als Zahlungsmittel an? Muss nur Sirene sein, eigentlich. Hast du heute Nachmittag was vor? Wieso? Ich hätte da so ein großes fliegendes Haar.
Dass da... Ah! Oder anders formuliert, ich will eine Villa. Brauchst du Hilfe? Ja, ja, vielleicht. Eventuell. Ups. Schnell! Das oh nee! Was? Das oh nee! Der Typ ist total nervig. Ich kann dich nicht retten. Warte, warte. Vielleicht krieg ich einen Selbstmordpsycho da. Das war nicht so schlimm. Ach, danke. Okay, Oney dürftest du hinkriegen, wenn du dir mit der Sniper-Waffe killen musst. Doch pass auf, da kommen jetzt einige Selbstmordpsychos. Ich stehe hier in meiner Tür. Halt ihn mal hin. Hinter dir, pass auf! Ich sag's auch noch. Ja, so schnell, weißt du. Geh weg, geh weg. Kommst wieder auf die Beine. So lebe er. Jetzt krieg ich den Selbstmordpsycho kaputt. Ja. Au. Haben wir auch weiter auf die Sau. Bin ich dabei. Okay, hab ich. Jetzt solltest du ihn killen können. Warte, ich... Perfekt. Ich hoffe, du hast eine Shotgun dabei. Okay. Oh, die ist jetzt natürlich nicht schlecht. Was hat denn gedauert? Zeig mal. Eine Pistole. Könnte ich die haben? Wieso? Weil... Ach nee, die voll so schnell wie ich abdrücken kann. Ja. So. Nehme ich die, nehme ich. So, nimm auf. Gerade fällt mir ein, dass ihr Trottel alle drauf geht, wenn ich euch nicht warne. Alle Sirenen sind von Geburt an mit unterschiedlichen, unvorstellbaren Kräften. Den könnten wir beide sogar killen. Ihr könnt sie nicht, ich wiederhole, nicht besiegen. Wenn ihr Lilith seht, meldet ihr es mir sofort. Ich kann es mit ihr aufnehmen. Ihr nicht. Ich ja, ihr nein. Heilige! Der Jack ist schon ein ziemlich kranker Typ. Klingt heftig. Ja, wie du merkst, Sirenen sollte man nicht unterschätzen. Nee, ich meine, wenn er sagt, er kann Lilith killen. Er kann sie nur bändigen, würde ich eher sagen. Ich will es nicht wissen, alter Spoiler. Bändigen, wenn du verstehst. Horror. Oh, Mann. Mann, bin ich lustig. Lass mir bitte auch noch ein bisschen Munition übrig. Wenn ich nehme das ja für alle auf. Achso? Ja, das nimmt man für alle auf. Ganz dann heben wir Munition auf. Ah, jetzt auf einmal, ne? Sichi. Was war denn in der Waffenkiste drin? Nur Crap. Granatenmods. Die Crap sind. Naja, so schlecht sind sie gar nicht. Ach stimmt, ich habe meine Bouncy Hüpfgummi Granatenmod. Ja. Fällt mir gerade ein. Hat die schmeißt wieder mal runter. Oh, wow. Was denn? Ja, wie die gerade rumgeflogen ist. Sofort bin ich zurückgekommen. Wow, und da hinten, wo ist was erwischt? Ja, stimmt, du stellst dann so ein Feld auf. Achso, wenn ich einen treffe, stelle ich ein Feld auf. Dann stellst du ein Feld auf, dass alle, die da drin stehen, seppt. Das ist richtig. Ja, das schon. Das ist interessant. Also, wenn die Granate jemanden erwischt, dann stellst du ein Feld. Das wusste ich gar nicht, weil die ist vorher einfach nur wie blöde rumgesprungen, wenn ich keinen getroffen habe. Ja. Das ist ja mal geil. Au. Ja, also die Granatenmods hier finde ich richtig cool gemacht. Ja, schmeckt dem. Vor allem das Teil macht auch noch irgendwie so Schaden. Muss ich sagen, finde ich solche Mods, auch wenn sie weniger Schaden machen, eigentlich besser als solche, die einfach nur explodieren. Ja, definitiv. So, da kommt jetzt Reef raus. Den müssen wir im Nahkampf töten. Ja genau, das ist ja perfekt für dich. Ja, das sagst du vielleicht. Wir können ja erstmal runterschlagen, ohne dass du ihn wieder umbringst. Backstab ihn! Du bist ein Spy! Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich mach nur 113 Schaden pro Nahkampf. Außerdem habe ich das noch nicht geskillt, dass ich Backstab. Schaden mache. Das ist natürlich schwer. Lass ihn mal, lass ihn mal, lass ihn mal. Knife, knife, knife. Wunderbar. Ich
Warte, oh. Sniper, ist doch was für dich. Mein Gebiet. Ah, die schießt so langsam. Jetzt pass auf. Hier, hallo. Nimm sie. Willst du willst? Ja. Erstens mag sie es nicht, wenn man ihr Haarsträhnen unter dem Vorwand ausreißt, diese für wissenschaftliche Experimente zu benötigen. Und zweitens schmecken sie nach Oliven. Moment, nein. Eher nach gebratenen Gurken. Woher, erstens, woher weiß sie das? Ich will es nicht wissen. Und zweitens, ist Patricia, Patricia. Weißt schon, Yushi hier, ist sie jetzt auf unserer Seite oder nicht, oder was da dran? Die ist eigentlich auf unserer Seite, ne? Also war sie zumindest mal in... Ist sie auch eigentlich 1, jetzt irgendwie. Noch. Achso, okay, gut. Warum haben die dann ein Ding von ihr? Weil die vorher wahrscheinlich bei Hyperion war. Sagen wir mal so, sie geht dahin, wo sie gerade verdienen kann. Wo sie die besten Möglichkeiten aufs... auf Geld hat. Und auf Forschung. Sie hat ja einen tollen, echten Doktortitel. Ist das? Ist der echt? Ja, das hat Setz sogar gesagt. Ja, sie bildet sich ja so viel ein auf ihren tollen, echten Doktortitel. Nein, nein. Ah, oh, Mist! Wirf die Waffe doch nicht weg. Doch, ich werf die Flinte ins Korn. Was denn das Wort ist? Weil das war jetzt auch noch ein guter Witz. Naja. Ach, ja, kann man streiten. Es war jetzt hier kein Korn hier, aber ich meine, ich hab's nicht geschafft, dass ich mich selber resse. Also werf ich die Flinte ins Korn. Oh. Ach ja, übrigens, der Move ist ein bisschen heftiger. Ja, schon okay. Hast du eine Shotgun? Sigi. Gut. Warte. Ach, deswegen konnten wir immer noch Munition aufsammeln, obwohl man voll hatte. Genau. Aha, das Mysterium klärt sich. Langsam aber sicher. Nicht. Ich bin gleich wieder da, warte mal. Musst du nur schnell was trinken. Ach so, sag das doch. Ich dachte, du unterbrichst gleich kurz die Aufnahme. Ach nein. Ich sag schon, ich unterbrich die Aufnahme oder ich bin kurz weg. Ja, du hast doch gesagt, ich bin kurz weg. Ach, egal. Töten wir einfach. Deswegen war ich jetzt leise schweigen. Ach, ist er leise schon da? Schweigen stehen im Gespräch vertiefen. Wie war das? Keine Ahnung. Das hat man mal in der Schule auf jeden Fall. Genau das. Vor allem, wie die Tür so total protzig aufgeht. Und das ist dann so ein kleiner Winzling, oder? Ja, jetzt nicht direkt. Pass bloß auf, der Typ macht saumäßigen Schaden. Aber nicht den Nummer an. Und der hat ja eine Sniper, klar macht der Schaden. Einfach nur Shotgun, dann ist er relativ schnell rein. Was ist denn los? Krass, ne? Ich werfe mal spontan meine Knarre weg. Ich werde ihn mal spontan facelocken. Und seine Eier krippen. Lass ihn mir. Haha. Ha. Wunderbar. Der Iridium! Hui! Nimm. Oh. Sorry. Oh. Ich hab nachgeladen. Ja, aha. Nachgeladen, ich seh's. Warum stirbst du? Weil es da Brand liegt. Cool. Wir haben ein Problem. Wir werden jetzt sterben, ne? Nee, du stirbst. Du auch. Ich geb auf. Kacke. Shit happens, würde ich sagen. Shit happens, bro. Das war weder lustig noch... Das war passend. Irgendwie passend, wollte ich gerade sagen. Hier hoch, ne? Ja, da drum ist dann das Tape. Das wird auch brauchen. Gaffert. Wer hat's drauf? Wer hat's? Ich. Tja, da ihr Schwachköpfe anscheinend nie zuhört, sage ich es nochmal. Hört auf, falsche Sirenen anzuschleppen.
Im Universum kann es nur 6 Sirenen gleichzeitig geben und ich weiß bereits von 3. Ich kaufe euch nicht ab, dass ihr eine der restlichen 3 rein zufällig gefunden habt, nur weil ihr die Leichen irgendwelcher Bräute mit blauen Tattoos verunstaltet. Ich gebe zu, die ersten Dutzend Male, die ihr Spatzenhirne das versucht habt, war es noch halbwegs lustig. Aber jetzt stinkt mein Büro nach Blut und Filzstiften, also hört auf damit! Der arme Jack. Geil, warte mal kurz, warte mal kurz. Du hast gerade das weggelootet, das ich anschauen wollte. Ich geb's dir gleich wieder, warte. Ich hasse dich, nein. Ich würde gerade mal schauen. Das war, glaube ich, eine Shotgun, ne? Jo, ich wollte gerade nur mal schauen, macht man jetzt Schockschaden? Ah, nur einen habe ich. Egal, ich habe einen Token. Schau's mal an. Gleich, nämlich einen Fly-Effekt. Na, Kampfschaden. Wo denn? Schau mal. Ja? Oh, es laggt. Voll geil. Das ist eine Schrotflinte. Ja. Ich habe auch schon etwas mehr Badass-Ränge. Ränge. Nee. Yeah. Wie viel hast du? 183. 3587. Ja, das kommt davon, wenn man...